fällt mir wieder ein Movie von mir. From me and my family. Also, wir sind ja gerade auf dem Markt bei der Oma. Also, ich habe Otto gerade aus der Schule abgeholt und jetzt sind wir zur Oma gefahren. Es geht uns ganz gut, alles schick, alles schön. Es sind eben nur immer mal so ein paar Kuriositäten, wo, die muss ich euch manchmal einfach erzählen. Also, zu dem ersten. Vor der Schule am Anfang standen da zwei, drei Wägelchen mit Süßigkeiten. Jetzt ist es so, dass sie da schon früh da standen und die Kinder natürlich früh eingekauft haben und ja, zeitweise zu spät gekommen sind. Also hat man es so gemacht, dass früh gar kein Wagen mehr da steht und dafür nach Schulschluss. Jetzt ist es so, am Anfang standen zwei Bütchen da und ich habe, glaube ich, gezählt, es waren 13 oder 14 so kleine Handbütchen hier, wie von der Schwägerin hier, das Ding hier, ihr seht es hier, so ein fahrbares Ding. Und es ist so, dass wir ja am Anfang des Jahres angehalten worden sind, Otto immer mal Geld mitzugeben, wegen der Nussallergien hin und her, kriegt er jeden Tag seine 40 Batt. Es kriegen wahrscheinlich alle Kinder. Es ist so abgemacht mit den Eltern und ja, ist ja nicht schlimm. Auf jeden Fall ist es so gerade. Ich freue mich immer wie Bolle, wenn Otto das Geld wieder mitbringt. Manchmal bringt er auch 5 Band mehr mit. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Wir tun es meistens in die Sparbüchse. Also, er kriegt dann jeden Tag seine 40 Batt und damit ist gut. Jetzt hat er letzte Woche, habe ich ihn allein abgeholt, da hat er schon mal 20 Batt in der Hand gehabt und hat gesagt, er möchte unten einkaufen. Aber ich habe gesagt, ja, wir müssen jetzt nicht einkaufen, wir fahren jetzt zu Oma und dann kannst du zu 7-Eleven dir irgendwas holen. Okay, so machen wir es auch. Also so machen wir es ja eigentlich jeden Tag. So, jetzt war es so, dass wir, meine Frau war ja da und wir in die Schule sind. Also wir sind extra mal Nachmittag hin, früh kriegt es ja nicht so richtig hin. Wir sind extra Nachmittag hin, weil ich natürlich wissen wollte, wo Otto steht, wie ist er, wie gibt er sich, ist alles okay mit Schulaufgaben. Also das Erste, was natürlich der Lehrer gesagt hat, er hätte ein Anliegen an mich. Und zwar hole ich ja Otto immer sehr, sehr pünktlich ab. Also 2:30 sollen sie abgeholt werden, aber ich bin meistens um 2:45 da. Also der Lehrer hat zu meiner Frau gesagt, ob ich nicht ein bisschen später kommen kann. Otto möchte doch unbedingt unten einkaufen. Das sind wieder so Sachen. Ich bin so froh, dass er das Geld immer mit nach Hause bringt und sparen tut und auf das Geld achtet und nicht einfach da so rausfeuert. Und ja, was soll ich dazu sagen? Der Lehrer macht wieder alles kaputt. Ich verstehe das langsam immer mehr, das Denken der Thais. Und ist manchmal schon ganz schön krass gewöhnungsbedürftig. So, jetzt waren wir ja in der Schule. Und zwar sollte man den Freier gleich fragen, wie er sich gibt, wie er ist und hin und her. Und da hat der Lehrer gesagt, also er gibt sich sehr gut in der Schule. Er macht viele Aufgaben auch alleine, ohne Anweisung oder irgendwas. Also sehr selbstständig. Allerdings, er hätte null Respekt. Bevor wir weiterreden jetzt, ich bitte euch, überlegt euch erst bevor ihr reinschreibt, weil Respekt und absoluten Gehorsam sind zwei verschiedene Sachen. Es ist im Prinzip so, Respekt wird ja anders deklariert wie bei uns. Wenn der Lehrer in der Hitze sagt, setz dir eine Pudelmütze auf, zum Beispiel, und das Kind fragt, dann ist das von dem Kind respektlos, den Lehrer zu fragen. Wenn der Lehrer sagt, du setzt jetzt eine Mütze auf, hat das Kind die Mütze aufzusetzen, ohne zu fragen, ohne was. So, und Otto ist eben so, der fragt nach. Der kennt das von mir. Ich sage immer, frag. Umso mehr du Fragen tust, umso mehr du verstehst zum Schluss. Und ja,
ich würde mal sagen, solange er gut in der Schule ist, ist es okay. Ich finde es also okay, er soll sich entwickeln, er soll machen. Er kann doch nicht der Stur immer nur das machen, was die Lehrer wollen. Ich hoffe natürlich, es gibt später mal keine Schwierigkeiten. Ich hoffe, das kriegt meine Frau mit ihrem Lächeln und ihrem typischen thailändischen wieder hin. Nicht, dass da noch... Ja, wir wissen selber, wie das ist. Ich war selber in der Schule und... einige Lehrer, die dich nicht leiten können. Ja, wisst ihr manchmal, wie das ist. Also, ich brauche da nicht weiter zu erzählen. Also, ich würde sagen, wir gehen erstmal in die Werbung. Und dann sehen wir uns. Bis gleich. Also ist er wieder, wie gesagt, nochmal zum allgemeinen Thema Respekt und Lehrer. Es ist so, dass die Kinder auch in der Schule, wenn die was nicht verstanden haben, die Lehrer nicht fragen dürfen. Wie gesagt, für mich ist das absoluter Gehorsam und hat eigentlich mehr weniger mit Respekt zu tun. Aber wir müssen da irgendwie... durch, ich sag mal so, solange er gut in der Schule ist und immer mal nachfragt und es ist jetzt nicht so schlimm, er soll das ja machen, er soll sich ja entwickeln. Ansonsten, ja, muss man sehen, wie wir das hinkriegen. So, ansonsten habe ich jetzt noch ein zweites Problem, was jetzt auch nicht so schlimm ist, aber ja, das Leben schmeißt ja manchmal so Brückchen hin und dann muss man sie nehmen und muss bearbeiten und bekämpfen. Im Allgemeinen so, ich sitze ja gerade hier, das war ja das Wägelchen von der Schwägerin, die da jetzt nicht so involviert bin. Die Schwägerin hat sich vor drei Monaten, hat die sich, also die hat sich über viele Monate hier Geld zusammengeborgt, hat im Isan die ganze Landschaft verkauft, ganzes Hab und Gut, was er hatte, hat hier überall Schulden gemacht, in jedem Restaurant, auf jeden Markt, überall, und ist dann mit dem Geld durchgebrannt. So, jetzt ist es natürlich so, sie hat in sämtlichen kleinen Läden auch Marktstände hier und da, überall hat sie sich Geld geborgt und hat es nicht zurückgezahlt. Jetzt ist natürlich das Problem, wenn meine Frau oder die Oma irgendwo hin wollen und wollen was kaufen, die kriegen das meistens nicht. Aber die Verkäuferin sagt, ja, wir wollen erst das Geld von der Schwägerin. Ja, ich will mal so sagen, die anderen denken, es ist eine große Familie und jetzt müssen sie das bezahlen. Mein Part jetzt in diesem Fall ist so, dass ich das jetzt alles einkaufen muss. Stört mich nicht weiter, ist jetzt nicht weiter schlimm, habe ich ein paar Aufgaben mehr. Es ist nur im Allgemeinen so, dass die Thais mich gar nicht fragen. Die wissen zwar, wer ich bin, aber also ich kann ja schon nicht viel Englisch und die Thais können ja noch weniger Englisch und um keine Fehler zu machen. Fragen die mich nicht, die geben mir das einfach und damit ist in Ordnung. Es ist im Allgemeinen so, ich merke das immer wieder hier, wenn Leute kommen, gerade aus Kambodscha, die eigentlich sehr gut Englisch können, die sind immer, wollen sich immer mit mir unterhalten, da kommt immer ein Gespräch zustande. Aber der Thailänder ist halt etwas anders gestrickt. Der Thailänder macht keine Fehler und wenn der jetzt ein Wort nicht weiß oder was nicht versteht, da schämt er sich in Grund und Boden, bevor das passiert. Er sagt dann lieber gar nichts zu mir. Naja, ich muss einfach damit leben, es ist so. Und wir kommen da nicht drum rum. Also muss ich jetzt alles einkaufen. Ist auch nicht weiter schlimm. Wir kriegen das schon hin. Ich würde sagen, wir gehen nochmal schnell in die Werbung. Und dann sehen wir uns. So, hier ist er wieder. Ich hoffe, im Übrigen, euch hat das Movie gestern gefallen. Beziehungsweise,
Da kommt dann ein, zwei Tage das nächste raus. Und wer ist sie da? Otto und sein Freund. Hä? Ja, was hat er denn? Also Bonbons. Also von Oma gekriegt. Hä? Also dein Geld gespart, ne? Yeah. So, also, ich würde sagen, wir müssen gleich nach Hause. Wir haben noch Schulaufgaben auf. Ach, das wollte ich euch noch sagen. Ich habe in dem Movie vor, ja, was mit dem Dreamworld rauskam, wollte ich ja Zahlen vorlesen. Ich habe eigentlich gedacht, ich habe die voll getroffen, die Zahlen. Es ging natürlich wieder mal komplett daneben. Aber nicht so schlimm. Wir lernen heute Zahlen. Also wir fahren jetzt nach Hause und dann lernen wir Zahlen. Ich habe heute früh schon mal ein bisschen gemacht. Es ist so, das Kuriose ist vielleicht, ich kann auf Thailändisch sämtliche Zahlen reden. Alles. Bis zu einer Million hoch ist kein Problem. Ich komme nur mit der 6 oder 7, mit der 7 oder 8 ab und zu mal durcheinander. Aber sonst kann ich. Allerdings kann ich keine Zahlen schreiben. Das sind so wilde Zahlen. Ich setze euch mal hier oben was hin. Es ist sehr schwierig für mich, weil ich auch die Zahlen immer mal verbinden will mit irgendwas Bildlichem. Aber es ist so schwer. Ich sitze da immer da und versuche, irgendeine Zahl mit irgendwas anderem zu verbinden. Aber das sind so komische Schriftzeichen, die müssen wir stur lernen. Ja, das machen wir, deswegen fahren wir jetzt nach Hause und lernen. So, ich hoffe, unsere Movies gefallen euch. Wir gehen mal zu Dick und Döber, oder was sagst du? So. Also, wir fahren jetzt nach Hause, lernen ein bisschen. Und ansonsten, wenn euch meine Movies gefallen, gerne Daumen nach oben da lassen, gerne Abo da lassen, gerne in den Kommentar reinschreiben. Wird allerdings überprüft. Ansonsten würde ich sagen, bleibt mir ja gesund, bleibt mir ja treu, guckt ja zahlreich und werdet alle sau, sau glücklich. Yeah. So, für den Thumbnail. Guck noch mal rein. Bye, bye.